Tag allemal und van harte willkommen bei Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Ich weiß nicht, was Sie gestern Abend gemacht haben. Ich hoffe nur, es ist dabei weder Geschirr noch Ihr Kopf zu Bruch gegangen. Falls doch, sind Sie hier richtig in der Gerichtsstube des fiktiven Dorfes Husum in den Niederlanden anno 1685 ungefähr. Mit dabei sind Dorfrichter Adam, der mit ziemlichen Kopfschmerzen aufwacht und mit dem linken Bein aufsteht, das zudem noch ein Klumpfuß ist. Anders lässt sich der absolute Scheißtag der Volk nicht erklären. Er setzt sich hin und verbindet sich sein Bein. Dann gibt es den Schreiber Licht, das ist der Protokollführer des Gerichts, ein langweiliger Typ, der immer stocknüchtern ist und alles besser weiß und selber gerne Richter werden will. Dann gibt es den Vorgesetzten von Adam, Gerichtsrat Walter, der überraschend zur Kontrolle kommt. Im letzten Dorf hat sich daraufhin der Richter aufgehängt. Frau Marthe Rull ist eine Dorfbewohnerin mit einem zerbrochenen Krug. Dieser ging in der Kammer ihrer Tochter Efe zu Bruch, die sich im heiratsfähigen Alter befindet und mit Ruprecht Tümpel verlobt ist, ist der Sohn eines kleinen Bauern namens Veit Tümpel und muss bald zum Militär. Und dann gibt es noch eine Magd und eine Zeugin und so weiter. Heini von Kleist ist 1802 mit Freunden in der Schweiz im Urlaub und weil es noch kein Privatfernsehen gibt, gucken die sich dort eine Druckgrafik an, einen sogenannten Kupferstich, auf dem eine dörfliche Gerichtsszene abgebildet ist. Und da könnte man voll das Stück draus machen. Ich fange da gleich mal mit an. Ich bin der beste Wetten. Und sie schließen eine Wette ab und er braucht aber tatsächlich 6 Jahre, bis er es veröffentlicht. Ob er damit die Wette gewonnen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist ein ganz gutes Stück bei rausgekommen. Schon geht's los. Dorfrichter Adam ist morgens damit in der Gerichtsstube beschäftigt, sich das Bein zu verbinden. Da kommt der Schreiber rein und sagt, huch, was ist denn mit euch passiert? Ach, ich bin blöd aufgestanden und ausgerutscht. Ausgerechnet heute, wo der Gerichtsrat Walter kommt. Was? Da steht er plötzlich kerzengerade. Sagt, ja, der im Nachbardorf hat ja schon die Kassen kontrolliert. Und der so, oh Gott, ich bin krank. Was? Naja, Margarete, Liese, Wein, Käse, Wurst, Mantel, Kragen, Perücke. Kommt die Magd und sagt, ihr seid gestern ohne Perücke nach Hause gekommen. Was? Na geh mal zur Frau Küster und frag, ob du die von ihrem Mann borgen kannst. Ja, geht ab. Und da steht auch schon der Gerichtsrat im Raum und sagt, guten Morgen, Herr Dorfrichter Adam. Und so, guten Morgen, welche Freude, Herr Gerichtsrat. Und der geht zu seinem Platz, sagt auch guten Morgen. Und so, ach, lasst euch nicht stören, ich will einfach nur ein bisschen die Kassen kontrollieren und ihr habt doch heute Gerichtstag, ne? Und die so, und der, ja, ich habe ja draußen auch schon die Parteien gesehen, dann lass sie mal rein. Ich setze mich einfach hier hinten hin und gucke zu und bin ganz unauffällig, ja? Oh Gott, ja, also dann bitte rein. Kommt die Magd. Die Frau Küsterin sagt, ihr könnt ihre leider nicht borgen. Und er so, oh, das tut mir jetzt wahnsinnig leid, Herr Gerichtsrat. Ich habe meine Dienstperücke nicht. Ich befürchte, dann kann ich keine Verhandlung leiten. Und er sagt, ach Blödsinn, mach doch einfach ohne Perücke. Da kommen sie schon herein, die Streitparteien. Man muss sich das vorstellen. Die haben Streit und kommen einfach so zum Gericht. Ohne Anwalt, ohne Papierkram. Und Frau Madroll, Krug zertrümmerndes Gesindel, Lüge, Ruprecht, Bitch. Und der Adam so, Evchen, und die kommt schon zu ihm hin, und der sagt, ihr wollt doch nicht etwa mit einer von den beiden Prozessparteien privat reden? Und so, ach, das würde mir nie einfallen, ich wollte sie wegen meines kranken Huhnes um Rat fragen. Also, so nimm Gerechtigkeit denn deinen Lauf. Und der Prozess fängt an. Frau Marthe, mein Krug ist kaputt, wer seid ihr? Hä? Ja, kennt ihr denn die Frau nicht? Natürlich kenne ich die. Aber ich muss ja alles nach Vorschrift machen heute. Dann schreibt doch einfach dem Amte wohlbekannt. Bitte, also redet. Seht ihr den Krug hier? Und so, ja. Nein, seht ihr nicht. Denn das war ein Erbstück. Historisch. Krieg und Hausbrand überlebt. Und dann macht der Arsch ihn einfach kaputt. Lüge. Nein, keine Lüge. Ich bin gestern Abend um 11, wollte ich ins Bett gehen. Da höre ich Männerstimmen und Tumult aus dem Zimmer meiner Tochter. Ich renne hin und da steht er und liegen die Scherben. Und Efe sagt, er war's. War er nicht? Aber das hast du geschworen. Ja, schon, aber also, da haben wir es, ja. Kommt er nach vorne und sagt, was haben wir denn? Also, das ist der letzte Prozess, den ihr leitet. Jetzt macht weiter. Und der so, also, Ruprecht, vortreten. Tritt vor und sagt, hast du irgendwas dazu zu sagen? Und er so, ja, dass da nämlich kein wahres Wort dran ist. Alles Lüge. Ich bin gestern nochmal zu Efe, mit der ich ja verlobt war. Schluchz. Und da sehe ich sie und höre sie im Garten mit einem anderen Typen reden. Ich glaube, ich spinne. Dann gehen die auch noch in ihr Zimmer. Ich trete sofort die Zimmertüre ein. Da springt er aus dem Fenster und dabei fällt der Krug runter, der auf der Fensterbank steht. Aber ich hatte die Türklinke noch in der Hand, die war so abgegangen. Damit habe ich ihn kräftig auf dem Schädel erwischt. Aua, das hat wehgetan. Was? Habt ihr denn gesehen, wer das war? Nee, es war sehr dunkel und außerdem hat er mir Sand in die Augen geworfen. Das hat funktioniert. Und wer glaubt ihr, dass es war? Ich glaube, das war der Schuster, der Leberecht. Aha, na dann ist ja alles klar. Und der so, was? Was ist denn klar? Der Adam so, na, der Ruprecht war's. Was? Der Leberecht, was? 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 Jetzt vernehmt endlich das Mädchen. Genau, Evchen, komm mal her. Evchen tritt vor. Und der so, jetzt pass genau auf, was du uns erzählst, ja?
Und sie so, also der Ruprecht war es nicht. Der hat den Krug nicht zertrümmert. Aber wer es war, das kann ich nicht sagen. Und die Mutter kommt vor und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Gestern hast du es doch geschworen. Ja, ich habe falsch geschworen. Und sie so, die spinnt. Die stellt sich selber an den Pranger als leichtes Mädchen, das sie nämlich ihren Verlobten betrogen hat. Ich fordere Frau Briggi als Zeugin, unsere Nachbarin. Die hat nämlich alles mitbekommen. Ich glaube nämlich, dass die mit dem Ruprecht abhauen wollte, damit er seinem Militärdienst entgeht. Und da sagt der Veit-Tümpel, das könnte sein, der hat gestern gepackt. Also nein, das stimmt überhaupt nicht. Der ruft den Gerichtsrat. Der sagt, hier, das kann ewig dauern mit dieser Zeugin. Ach was, lass die holen. Okay, Licht holt die Zeugin. Der Gerichtsschreiber geht die Zeugin holen und dann müssen die Streitparteien so ein bisschen zurücktreten. Und er sagt, aber dann nehmen wir jetzt einen kleinen Imbiss. Ja, holt mir ein Glas Wasser. Nein, Wein, Wasser, Wein und Käse, Brot. Egal. Sag mal, warum habt ihr eigentlich ausgerechnet heute eure Perücke verloren? Ja, die ist mir gestern Abend beim Lesen abgefackelt. Da bringt der Gerichtsschreiber auch schon die Zeugin, Frau Briggi. Und siehe da, sie hat eine Perücke dabei. Und der Walter so, was ist denn das für eine Perücke? Ja, die habe ich bei Martens im Spalier gefunden. Herr Adam, ist das eure Perücke? Und er so, ja wirklich, das ist meine Zweitperücke, die sollte der Ruprecht zum Friseur in Utrecht bringen. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, aber das habe ich doch gemacht. Ach ja, hast du die nicht zufällig benutzt, um dich gestern Abend kostümiert bei Evchen einzuschleichen? Nein! Dann erzählt mal, Frau Briggi, wen habt ihr denn da gesehen? Den Ruprecht vielleicht? Und sie so, nein, ich habe den Teufel gesehen. Und die scheint irgendwie so ein bisschen esoterisch drauf zu sein. Denn der hatte eine Glatze und einen Pferdefuß. Und dann tritt der Schreiber vor und sagt, ja, ich habe auch die Spuren von dem Pferdefuß gesehen. Es könnte aber auch ein Klumpfuß gewesen sein. Und der Gerichtsrat so, wie, hat denn jemand in der Gemeinde hier einen Klumpfuß? Und der Adam so, nö. Da wird es jetzt dem Schreiber etwas zu bunt. Und er nimmt der Frau Briggi die Perücke ab und stülpt sie dem Dorfrichter einfach mal über und sagt, ach, guck mal an, und die Perücke passt euch auch wie angegossen. Und er so, ach was, die passt doch nicht. Entschuldigung, ganz kurz. Und rennt weg. Und in dem Moment stürzt die Efe nach vorne und sagt, Herr Gerichtsrat, bitte, verschonen Sie meinen Ruprecht. Der muss doch zum Militär und die kommen alle nach Indonesien und da kommt nur einer von dreien zurück. Und der so, nö, nö, die werden im Inneren eingesetzt, da geht keiner nach Indonesien im Moment. Was? Das hat der Adam mir erzählt und hat gesagt, nur wenn er ihm einen Attest ausstellt, dann kann er gerettet werden. Und deswegen sollte ich Schweinereien machen. Und der so, Evchen. Und der so, holt den sofort zurück. Und ihr geht ihn zurückholen. Und in dem Moment tritt nochmal die Frau Marthe Rull vor und sagt, Herr Gerichtsrat, und so, ja, wann sind denn die Gerichtstermine in Utrecht? Montag, Mittwoch und Freitag, wieso? Na, ich habe das Gefühl, hier kümmert sich keiner um meinen Krug. Und das, liebe Gemeinde, war der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Vielen Dank. Ja.